Wir sehen hier ein neues Video von Leon gemeinsam mit ApoRed und Prinz Markus von Anhalt. Die Konstellation? Wir machen weiter. Ich hab mir die ersten ein, zwei Minuten gestern schon reingezogen und habe dann gesagt, ich möchte es gerne im Stream angucken. Gestern hat es nicht geklappt, also heute, ich würde sagen, wir labern nicht lange rum. Ich bin gespannt wie Sack und Hoden auf dieses Video. Willkommen zum neuen Video. Heute haben wir hier am Start Prinz Markus. Was geht ab? Alles gut. Alles super, perfekt. Und ApoRed. Der Echte. So Leute, wir werden heute auf ein Video reagieren, was ich mit Prinz Markus gedreht habe in Frankfurt. Ne? Ja. Beziehungsweise wir reagieren auf eine Reaction von InScope, wie er darauf reagiert. Also wir reacten auf eine Reaction. Genau. Okay. Eine Double Reaction. Okay. Kurz. Und ich reacte gerade auf die Reaction von meiner Reaction. Das war's komplett. Frage, bevor wir mit dem Video anfangen. Prinz Markus, was geht in Hamburg? Ich habe mich hier Business Meeting gehabt gestern Abend und heute Morgen und jetzt bin ich auch schon wieder kurz vorm Aufbrechen, also bald wieder unterwegs Richtung Flughafen. Okay, und dann geht's wohin? Dann geht's nach Stuttgart, danach nach Frankfurt, dann wieder Ibiza und am 5. August Los Angeles. Los Angeles, ja. Okay. Und wann nach Dubai? Oktober, wenn es dann nicht mehr so warm ist. Okay. Ja. Nicht mehr so warm, heißt wie viel Grad? 38, 36. 38, 36. Ja, ja, klar. Entspannte 38 Grad. Ja. Bisher nichts Auffälliges. Was hat dort entspannter als hier, 30 ja. Grad? Ja, die Luftfeuchtigkeit ist nicht so hoch und man hat da überall Klimaanlage. Ne? Mhm. Ja. Also selbst wenn es 45 Grad hat, kann man eigentlich von Klimaanlage zu Klimaanlage springen. Selbst nicht draußen so am Strand ist nicht Klimaanlage. Das ist kein Witz. Instagram habe ich gesehen. Was machst du da genau? Ja, wir machen den Instagram-Millionen-Club und das kann man in der Beschreibung hier im Video unten kann man sehen. Da kann man draufklicken, dann sieht man, wie man in kürzester Zeit sehr viele Instagram-Follower bekommt. Weil viele Leute haben sich gewundert, ich habe vor 6 Monaten angefangen mit Instagram, habe über 300.000 Follower, haben die sich gefragt, wie geht denn das? So, wir bringen es den Leuten bei, braucht ihr nur unten draufklicken, dann wisst ihr, wie es geht. Mach das nun für dich. Die nächste Minute. Alle 4 Sekunden Licht und positive Energie einatmen. Und die letzte. Ja, okay, Leute, wenn ihr Instagram-Follower aufbauen wollt, generell ein bisschen Instagram, checkt das ab. Und wir wollen ja wirklich zugeben, es tut ja jedem gut, wenn er plötzlich 2.000, 3.000 Follower mehr hat oder 10 oder 100.000, dann fühlt man sich ja so ein bisschen gebauchpinselt, sagen wir mal. Ja. Und es tut einem schon gut, weil jeder Mensch braucht Aufmerksamkeit, fast jeder. Ja, auf jeden Fall. Ich habe ja gerade 50.000. Ja. Wenn ich damit mache, wie viel kriege ich in einem Monat? Bestimmt 500.000. 500.000, auch. Okay, auf jeden Fall mitmachen, Leute. Wie sieht's bei mir aus? Ich habe da auch gerade knapp 1,5 Millionen. Komme ich an die 2 ran? Ah, ich glaube nicht. Oh. Ich auch. Nee, also, wenn man es richtig macht, weiß ja selber, dann geht das schon. Ja, es sind natürlich bestimmt Strategien, die man dann machen richtig. Muss. Ne, klar. Man muss da zur richtigen Zeit posten, etc. Und man darf nicht zu viel machen. Und man darf die Leute auch nicht verärgern. Und das bringen wir allen bei, wie es geht. Und nach oben gibt es keine Grenzen. Also, du kannst auch die 10 Millionen knacken. Okay, also wir sehen jetzt hier gerade unseren guten Prinz Markus von Anhalt, der zusammen mit den beiden YouTube-Experten Tipps gibt, wie man auf Instagram Follower bekommt. Also nach dem Buchclub eigentlich das beste Programm, was man sich ziehen kann. Auf das Video habe ich tatsächlich auch gewartet und zwar Lion, der, wie viel ist dein Outfit wert, YouTuber? Lion? Bist du Lion? Bist du Lion? Also ich sage ja immer, Leute, was geht ab, ich heiße Leon, aber die sagt trotzdem immer Lion, ne? Wegen dem Riegel. Der Lion sleeps tonight. Genau. Hat mit Prinz Markus von Anhalt eine Episode gedreht. Das werde ich mir jetzt aber sowas von reingönnen, weil dieses Video interessiert mich tatsächlich, weil ich möchte wissen. Was ist die Rolex? Ich möchte wissen, was Prinz Markus hier schon wieder für eine Prollkotze an den Tag legt. Aber ich muss euch ehrlich sagen, ich gönne jedem seinen Erfolg und ich gönne jedem sein Geld und ich bin. Das sagt keiner so. Ich bin ein absoluter Gönner in dem Sinne, dass ich sage, jeder soll das bekommen, was er verdient. Ich möchte mir nicht anmaßen, über Prinz Markus von Anhalt persönlich zu urteilen. Ganz kurz, wie verschickt sich dieses Bild gerade aus, Digga? Oben rechts die Reaktion. Unten rechts ich
Mitte des Videos, unten links ich. Jetzt fehlt oben links nur noch Simon Unge, der auf die Scheiße zurückreactet. Und dann schallern sie auf meinem Kasten, Jungs. Alter, die Reaction auf die Reaction auf die Reaction wird mir ja langsam zu viel, Digga. Ohne Scheiß, Mann, Alter, was geht ab? Dieses Game ist echt komplett am Sack gerade, Digga. Weil ich kenne ihn nicht persönlich. Aber meiner Meinung nach ist die Öffentlichkeitswirkung von Prinz Markus von Anhalt und wie er sich in der Öffentlichkeit gibt, absolute Übercringe. Okay, Leute. Absolute was? Übercringe, sagt er. Über was? Cringe. Was ist das für ein Wort? Das ist, kommt vom Englischen. Alles klar. Cringe, der sagt Grinch man, ist der, der die Weihnachten gestohlen hat. Der Grinch. Ja, Grinch, aber meint ja. Der Cringe, also mit C. Ah, mit Cringe. Cringe heißt, man schämt sich, eine Sache anzuschauen. Man schämt sich selber. Selbstscham ist Cringe. Ende 2019, ja. Aha, okay, habe ich was gelernt. Weiter Anhalt, wir sehen ihn jetzt als allererstes mal hier mit einem Rosé-Champagner. Ich finde es gerade echt unangenehm, dieses Video anzuschauen, Digga. Eine Zigarre, die auf dem Tisch liegt. Hier sehen wir sein Platin-Armband, das kenne ich aus seiner Reportage über... Hä? Guckst du gerade ApoRed und Lime beantragen Hurenpass bei Prinz Markus? Chill mal, lass mich das Video mal kurz gucken, bitte. Arm trifft auf Reich, oder wie das heißt. Eine diamantbesetzte Rolex war das, glaube ich, und hier haben wir noch... Na, auf jeden Fall interessiert ihn wohl mein Leben, sonst würde er nicht alles wissen, ne? Also, kann es nicht so cringe sein, sondern doch interessant, ne, mein Freund? Eine Kette wahrscheinlich auch aus Weißgold, oder? Ja, voll. Es ist natürlich absolut interessant. Ich habe mir einfach, wie gesagt, nur die Reportage reingezogen, wo ich das gesehen habe. Und ich meine, ihr wisst ja, ich interessiere mich auch so ein bisschen für Schmuck und Uhren. Deswegen weiß ich natürlich in dem Sinne schon Bescheid. Für Platin und hier noch ein Ring. Platin, der wird wahrscheinlich ein paar 10.000 Euro wert sein. Und zwar, Prinz Markus. Hallo, was läuft bei dir? Erzähl mal. Ich bin jetzt gerade von Dubai gekommen. Wir sind in Frankfurt, machen hier einen kleinen Abstecher. Wundert euch nicht, dass es jetzt so übel schnell ist, weil ich habe auf Geschwindigkeit erhöht. Und ich glaube, das Video war auch schon in erhöhter Geschwindigkeit von mir geguckt. Das heißt, keine Ahnung, wie schnell das jetzt ist, Digga. Jetzt, wo ich Prinz Markus sehe, Undercover, Grüße gehen raus an Elektrotüte. Und dann geht's weiter nach Ibiza, im August dann nach Los Angeles, ja. Im September wieder Ibiza. Die checken nicht den Gruß an Elektrotüte, Digga! Elektrotüte, Grüße gehen erneut raus an dich, Digga! So, wieder Dubai, November. Fuck you! Mate, please stop that shit, mate! Nur am Reisen, nur am Leben genießen. Okay. Hab lange genug hart gearbeitet, kann ich aber Gas geben. Ja, so muss. Wer kennt den Film Kein Pardon mit Harvey Keitel? Nee. Wo er dann als, dann ist er plötzlich der neue Moderator von dieser öffentlich-rechtlichen Fernsehshow, wie der Goldene Bock oder wie das damals hieß, ja, oder Hitparade oder irgendwas, ne, sowas in der Richtung. Und dann kommt er ins Interview wieder eingeladen und im deutschen Fernsehen und dann will er auch so weltmännisch wirken und dann kriegt er eine Frage gestellt und dann by accident antwortet er erstmal auf Englisch, dass man gleich sieht, wie international er ist, ja, und weltweit bekannt, deswegen spricht er so aus Englisch. Das ist ein Witz vom Habe Kerkeling, ja. Und der kleine Mann hier hat genau den gleichen Witz gerade nachgespielt. Ja, ja, okay. Ja. Da muss ich ganz kurz was dazu sagen, dieses Thema Reisen, ne, es gibt ja... Ich kannte den Film jetzt aber nicht. Immer so Leute, die sind übertrieben geil aufs Reisen, ne. Also, die gehen wirklich her und reisen um ihr Leben. Die fliegen hier die Woche dahin, nächste Woche dorthin, übernächste Woche dahin. Ich sag euch ehrlich, ich war eine Zeit lang echt viel unterwegs am Reisen, okay? Mir ging's einfach nur noch auf die Eier. Ich musste immer in einem anderen Bett pennen, dann musste wieder dahin fliegen, Stress am Flughafen hier, überhaupt nicht mein Ding. Ich bin am liebsten einfach nur zu Hause und laber meine Abonnenten mit Scheiße voll. Dann musst du halt First Class reisen, da gibt's keinen Schlaf. Ja. Und dann musst du halt im Nobelhotel schlafen, wie in diesem hier, da macht das auch Spaß. Dann hast du indische Baumwolle als Bettlaken, ja, und dann ist das alles toll. Wenn man natürlich im Neckermann-Flieger oder mit, wie heißt das? Tui? Ja, nein, Ryanair fliegen muss, dann ist das natürlich nicht so schön. Aber für mich gibt's nichts Schöneres, wie die Welt bereisen. Ich verstehe gerade nicht so richtig, warum Prinz Markus was sagt, was einfach mega unlustig ist und er sich mäßig darüber lustig macht, wenn man sich keinen First-Class-Flug leisten kann und die beiden Jungs daneben lachen einfach nur über das geprollte Laber von Prinz Markus. Und die Welt sehen und immer wieder neue Leute und neue Länder und neue Sitten und neue Gebräuche. Für mich der Oberhammer. Und Reisen kann auch schön sein. Und ich kann zum Beispiel auch mit... Eben! Und da sagt einer im Chat. Natürlich fliege ich nicht First Class. Was ist denn das für eine Rotze? Ich fliege im Iced-Out-Flieger, Digga. Bei mir oben hat's minus 500 Grad in dem Scheiß-Flieger, Digga. Was soll ich dazu sagen, Mann? Verdammt nochmal. Mit Emirates. Von Dubai
nach L.A. fliegen, nonstop, in 16 Stunden und 45 Minuten und habe dann mein eigenes Schlafzimmer mit Dusche etc. etc., wenn ich First Class fliege in Emirates. Das ist sehr angenehm, gucke ich mir ein paar Filme, schlafe ich mal, trinke ich mir ein, habe ich bestes Essen, gibt es Rinderfilet, alles ist da. Also da macht es Reisen Spaß. Wenn man reisen kann, macht Spaß. Wenn man reisen muss, vielleicht nicht. Das sein auf jeden Fall. Wo wohnst du denn? Also wo ist denn dein Haupt... Na komm. Mein Hauptwohnsitz ist in Dubai, da geht auch meine Tochter zur Schule. Ja. Wunderschöne Stadt. Ganz kurz, Lion. Ich feiere deine Videos, ich finde es geil, was du da machst und ist auch immer interessanter Content. Aber bitte, hol mal einen, wenigstens einen neuen Beat, den du zum Unterlegen nimmst. Ich kann dieses KMN, diesen KMN-Beat, ich kann ihn nicht mehr hören. Never change the system. Ich habe immer gedacht, naja, die Araber und Moslems und so, aber die sind total weltoffen und viel toleranter. Ganz kurz, ich will mal eine Sache sagen. Ich verstehe grundsätzlich gerade nicht, was hier eigentlich abgeht. Guck mal, Leon heißt er und Red. Ich weiß jetzt nicht, was ihr jetzt von denen haltet, ne? Aber ich finde an sich jetzt Leon keinen verkehrten Typen so. An sich war dem eigentlich einmal relativ sympathisch mit seinen Videos. Bei Red habe ich vor 2 Wochen war ich bei Red noch zusammen mit Tim bei ihm. Wir haben über alles Mögliche geredet, über den Islam, alles drum und dran. Haben voll den deepen Talk mit Red gehabt und so. Red hat mir irgendwie auch gar nicht Bescheid gesagt, dass er jetzt hier so... Ich weiß nicht, was Red sagen wird, ich habe keine Ahnung. Aber ich bin auf jeden Fall gespannt. Aber ich weiß nicht, warum die Jungs sich mit dem Prinz Markus abgeben. Also, die Jungs haben es doch gar nicht nötig, sich mit dem vor die Kamera zu setzen und mit dem ein Video zu machen. Ich verstehe es von den Jungs aus nicht, weil der Typ ist ja jetzt nicht so, als würde der deren Leben bereichern oder so. Also, das ist ja jetzt nicht einer, wo du sagst, ja, von dem hole ich mir Lebensweisheiten ab und ich kann vielleicht von dem an Größe gewinnen in meinem Charakter oder sowas. Ich meine, was will ich von so jemandem lernen, der Bordellbetreiber ist, schon mehrere Male im Gefängnis war wegen Steuerhinterziehung und Zuhälterei? Wieso machen die Jungs ein Video mit dem und bewerben dann auch noch seinen Instagram-Millionärsclub? Ich verstehe es von den Jungs halt nicht so. Das haben die Jungs doch nicht nötig, Mann. Also... I don't get it, man. Alles wir sind und es macht einfach Spaß da. Es gibt so gut wie nie Polizeikontrollen, es gibt keine Kriminalität. Man fühlt sich sicher geborgen, bekommen und eingeladen. Halt in Dubai, wenn es da halt Kriminalität gibt, dann verlierst du halt gut und gerne auch mal dein Bein. Es ist also wirklich sehr schön da zu leben, ja. Also wer das nicht kennt, der sollte das mal kennenlernen. Das ist wirklich der Hammer und all diese Gerüchte mit Moslems und Arabern und was alles, die sind mehr Europäer als wir vom Verhalten her. Also da muss ich ihm tatsächlich recht geben. Als ich in Dubai war, es war wirklich echt richtig geil. Dubai war richtig fresh, dort zu chillen, so auch komplett vom Service her, von der Freundlichkeit her, von der Sauberkeit. Und wir wollen nochmal dazu sagen, die Arabische Emirate, Dubai, Abu Dhabi etc. sind 7 Städte. Da ist das nicht so, dass man die Hand abgehackt kriegt, wenn man klaut. Das ist Saudi-Arabien, das ist ein anderes Land, dass das mal ein bisschen in den Kopf geht. Also in Dubai gibt es sowas nicht. Okay, die Schuhe, das scheint irgendwie... Okay, habe ich jetzt keine Ahnung, was in Dubai genau abgeht. Ich war nur einmal für einen ganz kurzen Zeitraum dort und habe mich jetzt nicht wirklich dort mit der Lage befasst. Ich weiß nur, dass dort Straftaten auf jeden Fall strenger gehandhabt werden als in Deutschland. Special-Modell zu sein. Die habe ich heute auch. Sind quasi die einzigen Schuhe, die ich habe. Dann sind wir in diese Shopping-Mall gegangen. Ja. Diese Ach so. Und da haben sie die gerade ins Regal gestellt, als total weiß, das war letzten Monat. Und die also, keine Sekunde habe ich nicht mehr. Sie verraten sich selbst ganz einfach, weil sie denken, dass sie vielleicht die ein oder andere Rolex zum Geburtstag von ihrem neuen reichen Freund bekommen. Ja, ich hoffe es nicht, weil, wie gesagt, ich will jetzt hier nicht gegen irgendjemanden schießen, weil er irgendwas tut. Jeder soll hier gerne machen, was er will. Aber ich verstehe halt nicht, warum die Jungs jetzt... Komm. Also ich möchte an der Stelle mal was ganz kurz dazu sagen. Dieses Thema Mode war ja so eine Zeit lang, habe ich immer so gesagt, ja nee, ich finde, das kann man nicht anziehen, blablabla, dies, das, ne? Ich ziehe dieses ganze Mann kann komplett zurück, so jeder soll sich anziehen, wie er will, jeder soll die Klamotten tragen, wie er möchte, ist mir scheißegal. Ich gebe nur meine Meinung hier dazu ab, wie ich finde, wie er angezogen ist und das Outfit, das er anhat, ist meiner Meinung nach die komplette Rotze. Ja? Das Oberteil kann man vielleicht noch in irgendeinem Kontext irgendwie... Hat er keinen Spiegel? Also. Wie mal rocken, aber nicht mit dem Outfit. Die Schuhe finde ich... Cringe it away, man. Gar nicht mein Fall. Viel zu bunt, viel zu cringe. Cringy wieder! T-Shirt. Glaub, Deutsche Gabbana? Deutsche Gabbana. Ja, die haben so eine Nähe gemacht wie zum Koala-Bär, ne? Also guck mal, so generell das T-Shirt, ne? Ich meine, der Druck ist absolut ADS, ne? Beziehungsweise dieser All-Over-Print. Aber ich sag, so vom Schnitt her, ne? Ich würde lieber, also jetzt vom Prinz Markus sein Oberteil anziehen, das gerade jetzt hier von Inscope, ne? Oder was jetzt Inscope oft öfters mal anzieht, weil... Aber er hat doch am Anfang was Richtiges gesagt.
Okay. Ich sage jetzt einfach mal nichts dazu. Man kann gar nicht sagen, das sieht scheiße aus, das sieht so aus, weil Mode ist so subjektiv. Der eine kann sich so anziehen, der andere kann sich so anziehen. Jeder hat einen komplett verschiedenen Style. Dem einen steht das mehr, ne, als was der, wie es dem anderen steht. Deswegen. Ja, ist das eine Meinung, wenn es mir nicht gefällt. Ein Glück hat ja jeder eine andere Meinung, sonst würden wir alle gleich rumlaufen. Das wäre auch nicht so toll. Ja. Die Abwechslung macht es ja aus. Aber ich muss auch dazu sagen, dass dieses T-Shirt zum Beispiel, das hat ja den Schnitt von einem Basketball-Shirt. Aber ich finde es geil. Ich finde es geil, auf jeden Fall. Auch geil. Aber der Nachteil an dem Ding ist, man kann es nicht oft anziehen, weil sonst sagt ja jeder, da hat er immer das Gleiche an. Wenn man natürlich so ein 0815 schwarzes T-Shirt und eine Adidas Streifenjacke anhat, wie er da jetzt hat, das kann man natürlich jeden Tag. Bitch, das ist nicht Adidas, das ist Ola Kala. Okay. Das war jetzt gerade cringe, aber ja, komm. Auf anziehen, weil es überhaupt nicht auffällt und man sieht immer gleich aus, aber es sticht nicht ins Auge. Also macht sich keiner Gedanken drüber. Wie so eine Nonne, die sieht auch immer gleich aus, sagt auch keiner was. Auch so dieser, das Herbst. Ja, ihr wisst ja, ich bin eher der Typ, der schlichte Klamotten trägt. Ich muss jetzt nicht so asozial auffallen, wie ihr auch gerade anhand von meinem Pulli seht. Ich trage ja eher so den etwas oversizigeren Schnitt. Und ihr kennt meinen Klamottenstil. Also wir brauchen uns jetzt hier nicht drüber streiten, wie wer angezogen ist, welche fresheres Outfit dann hat, bla 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 bla. Das juckt am Ende des Tages nicht. Ich finde es einfach gerade nur äußerst befremdlich, diese Konstellation zu sehen, wie die beiden Jungs über die extrem guten Witze von Markus lachen. Zipmäßiger und es sieht aus wie so ein... Der ist aber auch wirklich... Nicht angenehm zu tragen. Das ist zu schwer. Wenn da dann noch jemand die Hand gibt und ein bisschen zudrückt, dann tut es echt weh. Ja, aber das sieht wirklich unnormal heftig aus. Das sage ich jetzt wirklich. Ne? Das sieht echt krass aus. Feier ich unnormal. Den würde ich auch selber tragen. Fühle ich, Bruder. Feier ich komplett. Der Ring ist absoluter Übercringe, meiner Meinung nach. Viel zu groß. Er ist zu groß, hat er schon recht. Also, sorry, meine Meinung. Meine Kritik aussehen, habe ich die extra für mich gemacht. Ja. Und ja, seitdem habe ich die schon 10 Jahre. 10 Jahre. Er versteht es nicht, weil der Ring ist halt einfach zu fresh, Mann. Er hat den Ring richtig gefühlt und gefeiert. Und dass ich jetzt halt sage, dass das cringe ist, das geht bei den Jungs einfach nicht rein. Kann ich absolut verstehen. Ich meine, der Ring ist schon geil, muss man ehrlich sagen. Und dass ich da in dem Video so geneidet habe auf den Reichtum und so, ist auch echt ein falsches Verhalten von mir gewesen und schon auch eine richtige Rotzaktion. An sich, jetzt wo ich es mir recht überlege, Prinz Markus ist schon echt ein fairer Typ, Mann. Und was sind das für Steine? Keine Ahnung, das ist für mich so ein Ring, der einfach nur aussagt, bitte guck mich an, wie reich ich bin. Mein Ring ist so groß wie... Dein Penis. Deine Eichel. Keine Ahnung. Diamanten sind komplett... Und schwarze Diamanten. Schwarze Diamanten auch. Natürlich. Schwarze Diamanten sind teurer als weiß. Und rosa Diamanten sind noch teurer. Und am teuersten sind die blauen Diamanten. Das ja, perfekt. Ah ja, okay. Ja. Was hast du bezahlt für den Ring? 90.000. Ein Schnapper, ne? Ja, aber es ist schon 10 Jahre alt. Das ist ja viel zu günstig. Ja. Aber nichts im Vergleich zu... Also, versteht mich nicht falsch, ich bin jetzt hier nicht irgendwie am Neiden, ich gönn's ihm nicht. Also, Digga, ich gönn dem Jungen absolut, wenn er sich das selber erarbeitet von mir aus. Aber er hat sich halt erarbeitet mit Bordell. Und ob da jetzt alles im legalen und im ethisch korrekten Rahmen verlaufen ist, das, meine Freunde, ist wahrscheinlich nicht der Fall. Der Uhr, das ist die Rolex Eis. Rolex Eis. Mal googeln. Das ist dann wieder diese Vorverurteilung, wie sie so in Deutschland im Neidvolk üblich ist. Das ist wahrscheinlich nicht der Fall. War natürlich alles kriminell, weil einer, der so viel Erfolg hat, da muss ja was falsch laufen. Wahrscheinlich hat er noch mit Drogen gehandelt oder irgendwelche Frauen gezwungen zur Prostitution oder bla bla bla. Nein, man kann ja keinen Erfolg haben oder viel Erfolg, wenn man nicht was illegal macht. Da muss ja was nicht stimmen, weil sonst hätte er ja auch den Erfolg. So erklärt sich der Versager in Deutschland sein Versagen. Dass er es eigentlich nur Stand schaffen kann, wenn er was Kriminelles macht. Ja, absolut. Ich probiere mir jetzt hier auch gerade mein Versagen zu erklären, wie ich so enden konnte, dass ich hier einfach mich dienstags, welcher Tag ist heute eigentlich, ich weiß es gar nicht, ich bin so heftig am Versagen, dass ich hier einfach rumsitze und einen Livestream mache. Ist schon echt arm, wie ich mir hier probiere, gerade mein Versagen zu erklären. Ich würde mal sagen, wir gucken uns einfach mal den Werdegang von Prinz Markus auf Wikipedia an und gucken uns mal, wie er sich auf komplett legaler Basis sein gesamtes Vermögen denn erarbeitet hat. Es ist für ihn und so heißt er, dass ich den Rapper Bushido mit bewegte in sozialen Netzwerken, Agentur, bla bla. Verurteilungen. Prinz Markus von Anhalt hat nach eigenen Angaben 4 Jahre im Gefängnis verbracht.
Ja, 4 Jahre im Gefängnis hört sich auf jeden Fall für mich nach einem legalen, fairen Weg an, den er im Prinzip gegangen ist. Und auch hier probiere ich gerade durch Wikipedia im Prinzip mir wieder zu erklären, wie ich im Prinzip mein elendiges Versagerleben auf dem Fahrrad rechtfertige. Unter anderem habe das Landgericht Karlsruhe im Sommer 2003 wegen versuchter räuberischer Erpressung, gefährlicher Körperverletzung, Zuhälterei und Menschenhandels zu einer Freiheitsstrafe verurteilt. Lass uns mal nochmal so einen ganz kurzen Schritt zurückgehen. Oder irgendwelche Frauen gezwungen zur Prostitution oder bla bla bla. Nein, man kann ja keinen Erfolg haben oder viel Erfolg, wenn man nicht was illegal macht. Da muss ja was nicht stimmen, weil es... Versuchte räuberische Erpressung, gefährlicher Körperverletzung... Ja, das ist das Leben eines Gewinners, du Nichtsgönner! Ohne Witz, Mann. Leute, ich gönne dem einfach nicht, Mann. Also, er hat sich's einfach erarbeitet. Und ich, Versager, sitze hier und mache mich über ihn lustig. Wie kann ich nur? Leute, mein Leben ist so elendig. Später machte Prinz von Anhalt Schlagzeilen mit seinen widersprüchlichen Aussagen zur Klärung der Besitzverhältnisse zu dem bundesweit in den Schlagzeilen geratenen Flatrate Bordell Pussy Club in Fellbach. Grüße ihn raus. Das er angeblich abgestoßen habe. Naja, also wie ihr schon seht, wenn wir uns nochmal über den Pussy Club von Prinz Markus informieren, sehen wir auf jeden Fall, dass hier alles im komplett legalen Rahmen verlaufen ist. Aber ey, jetzt mal ganz kurz. Genau. Warte. Also das muss man differenzierter betrachten, das Thema mit Prinz Markus, das wird mir jetzt auch nicht leicht zu lösen, aber ich muss sagen, ich finde, was wesentlich schlimmer ist, dass die anderen beiden Herren, die daneben ihm sitzen, einfach ihre Prinzipien verkauft haben. Ich muss sagen, ich finde, dass Prinz Markus nicht der Schlimmste ist in diesem Video. Ist völlig egal, ich will hier gar nichts mit Wertung machen. Die Jungs sollen machen, was sie wollen. Hä, was für mit Wertung? Digga, wenn du da sitzt und deine Prinzipien verkaufst, also das soll jetzt nicht missverstehen, das wäre das jetzt dein Hate. Ich hate das ganz offen. Privat, ich mag Red, das ist eine richtige Unehrenaktion. Professionell, sich da reinzusetzen, für solche Sachen sich hinzustellen. Digga, wenn du auf dem Spielplatz irgendwie erzählst von deiner Philosophie und bla 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 und toll, da ist die Gelegenheit, dein Mann zu stehen und das zu beweisen. Und dann bist du ein Ja-Sagen, bevor du überhaupt einen Satz beendet, bist du, ja Bro, Prinz Markus hat gekackt, ja Bro, nice Scheiße, Bro, übel geil. Digga, sorry, Alter, was das für ein Müll. Und Top-Kommentar. Das ist extrem höflicher Kerl gewesen. Digga, ohne Witz, komm mal ein bisschen näher, weil wir waren echt vor 2-3 Wochen waren wir bei Red. So, ich habe mit Red jetzt nicht drüber geschrieben, über das Thema und so, ich will es jetzt hier auch nicht so krass ausdiskutieren, aber es fühlt sich für mich halt gerade ein bisschen komisch an von Red seiner Seite, weil... Red hat jetzt bisher nicht irgendwie gegen mich geschossen oder so, aber er hat halt schon so ein bisschen so mäßig, ja, ich stelle mich mal lieber auf die Seite von Markus und mach damit halt so ein bisschen Inski von der Seite, so ein bisschen, ja, da würde ich lieber das anziehen, was Prinz Markus anhat, als Inscope. Und vor 2 Wochen saß ich, oder vor 2,5 Wochen waren wir in Hamburg, ich saß mit Tim zusammen bei Red zu Hause auf der Couch, wir haben übelst sauber miteinander geredet, war alles voll easy und so. Digga, der war ein super höflicher Mensch privat, sehr nett. Wie gesagt, ich will jetzt hier auch nicht irgendwie privat gegen Red irgendwas sagen oder so, aber ich finde es irgendwie ein bisschen befremdlich, dass er so, also fühlt sich ein bisschen komisch an, das so anzugucken, weil, dass er das jetzt so macht, aber... Also ich bin ganz offen für mich, also ich differenziere das ganz klar, Red als privater Kerl, kann kein schlechtes Wort über ihn verlieren, super netter Kerl, aber ey Alter, das hier ist die letzte Untermenschenscheiße. Also wenn du alle deine Prinzipien, hinter denen du stehst, verkaufst, nur weil jemand neben dir sitzt, der scheinbar vielleicht ein Vermögen hat von 100 Millionen Euro und du denkst, dass wenn du ihm jetzt in den Arsch kriegst und die ganze Zeit Ja sagst, du davon profitierst, Alter, bist du in meinen Augen ein Untermensch. Ganz einfach. Du kannst da deine Prinzipien, entweder du kannst dir treu bleiben oder du kannst dich selbst verraten. Er hat sich dazu entschlossen, sich selbst zu verraten. Und das ist für mich ein Zeichen von einem komplett kaputten Charakter. Und das meine ich ganz genauso. Und das kann man als Hate auffassen, auf was auch immer. Das ist auch Hate. Und Punkt aus Ende. Weil ich habe keinen Bock jetzt hier irgendwie YouTube-politische Korrektheit, weil ich jetzt vor 2 Wochen bei ihm daheim war, zu machen, einen auf, das geht voll klar und ich will jetzt da kein Beef machen und so. Das ist einfach scheiße. Punkt aus Ende. Und dazu stehe ich auch. Das ist Müll. Sowas, ich finde es ganz schlimm. Ja, also, danke für deine Ehrlichkeit, Bro. Finde ich gut. Also, und du bist da super nüchtern und so, ich will jetzt dich nicht damit reinziehen, aber... Alles gut, du darfst deine Meinung offen und ehrlich sagen, Digga. Ja, jedenfalls, um aufs Thema Markus in dem Fall zurückzukommen. Markus hat es auf jeden Fall erfasst, ich habe in meinem Leben nichts erreicht, er hat alles richtig gemacht und bei ihm sprintet auf einer anderen Wellenlänge. Sonst hätte er ja auch den Erfolg. So erklärt sich der Versager in Deutschland sein Versagen. Dass er es eigentlich nur dann schaffen kann, wenn er was Kriminelles macht.
Und so fühlt er sich dann gut, wenn er schön lästert, fühlt er sich viel, viel besser, weil er denkt, naja, ich könnte auch so viel Geld haben, wenn ich ein Betrüger wäre oder ein Lügner oder ein Bitkrimineller. Aber da ich das nicht bin, und das ist gut so, bin ich eben ein Loser. Und so... Hab hart gelitten. So tut der Loser sich selbst alles schön reden. So sieht es nämlich aus in Deutschland. Das ist auf jeden Fall ein gutes Argument, muss ich sagen, ne? Ich habe jetzt nicht den heftigsten Background, die heftigste Background-Information von dir. Ich habe gesehen, du hast ein richtig persönliches Video hochgeladen, als dein erstes Video auf deinem YouTube-Kanal, habe ich ja gesehen. Das war so das erste Video von dir, wo ich gesehen habe, okay, man hat mehr über deinen Background. Nico, geht's dir nicht gut? Brauchst du einen Kredit? Ja, Leute. Ich wünschte, eines Tages könnte ich auch mal mit einem Platinarmband rumlaufen. Das wäre wirklich mega. Getannt und so, ne? Deswegen, also direkt die Verurteilung, ja, er ist jetzt so erfolgreich und es war safe nicht alles auf ethisch korrekten Wege und so. Ich weiß jetzt nicht, ob du jetzt... Pray for Lazzo. Eben, ob du jetzt irgendwie eigentlich dann das Hauptgeld mit irgendwelchen Ketten oder so verdient hast, das weiß ich zum Beispiel gar nicht, weißt du? Deswegen, also direkt jemanden zu verurteilen, weiß ich nicht. Also. Und auch der Bordellbetrieb, den Bordellbetrieb zu betreiben, ist ein genehmigtes Geschäft. Wir zahlen alle unsere Steuern. Die ganzen Frauen, die da arbeiten, haben Lizenzen oder vielmehr Hurenpass heißt das mittlerweile und haben Gewerbe angemeldet etc., geben alle ihre Steuererklärung ab. Also das läuft alles so wie in jedem normalen anderen Geschäft auch. Seit 2009 ist die Prostitution nicht mehr sittenwidrig. Das heißt, so zu behandeln wie jedes andere Geschäft, wie jeder andere Berufszweig auch. Und da das jetzt schon 10 Jahre her ist, sollte man sich vielleicht mal dran gewöhnen und mit der Zeit gehen und nicht mehr solche dummen Vorurteile in die Welt streuen. Ja, ich aber wenn alles safe gewesen wäre, dann wäre doch nicht ins Gefängnis gekommen, oder? Das heißt ehrlich, okay? Der Kerl ist nicht dumm. Wenn man jemand zuhört, der ist intelligent. Ja, dumm ist er wahrscheinlich nicht, weil sonst, ich meine, niemand hat gesagt, dass er dumm ist. Er hat auf jeden Fall einen Sinn fürs Geschäft. Ja. Wir haben viele Leute kennengelernt. Viele Leute, die viel Geld verdienen, haben so eine ähnliche Art wie er. Bei ihm ist das extrem unangenehm. Ja. Und man darf nur eine Sache nicht verwechseln. Ein reicher Mensch komm, ist ein guter komm. Mensch. Also, ich habe das gestern schon mal angerissen, das Thema mit ihm. Es ist, ich muss sagen, ich finde es halt, er hat sein Hustle und sein Ehrgeiz halt einfach für den falschen Bereich eingesetzt, finde ich. Ja, das ist, guck mal, das ist wie, wie soll ich sagen, das illegales Unternehmen. Ich will ihm das jetzt auch nicht vorwerfen. Ich habe mich auch nicht genug beschäftigt mit dem. Keine Ahnung, was er noch alles andere macht. Ich kann nur das lesen, was auf Wikipedia gerade bei Verurteilungen dran stand. Ja, man kann sich das ja mal genau reinziehen und überlegen. Aber ich glaube, man muss sich gar nicht näher jetzt mit dem beschäftigen. Dieses Thema ist sowieso schon wieder viel zu weit ausgeweitet worden mit, was macht er alles, blablabla. Nein, aber es ist einfach, guck mal, ich finde es einfach nur ekelhaft, so Leute auch als Verlierer darzustellen und nur auf diesen wirtschaftlichen Aspekt runterzuziehen, Alter. Das, worauf man achten sollte, und das jetzt nicht irgendein Kalenderspruch ist, ist ein Mensch gut. Ein Teil davon ist auch, dass er seine Verantwortung in der Gesellschaft übernimmt und einen Job hat und für sich selbst sorgen kann, ja. Aber du brauchst auch keine 100 Millionen auf dem Konto haben. Bist kein Verlierer, wenn du keine 100 Millionen auf dem Konto hast, weil dann wären 99,9% der Bevölkerung Verlierer. Und keine Ahnung. Aber das sind ja in Markus' Augen. Ja, und das ist einfach eine ungesunde Sichtweise. Und jemand wie ich, der halt sagt, dass es scheiße ist, was er macht, ich bin halt kein Kritiker, sondern ich bin halt ein Neider, weil ich ihm seinen Erfolg nicht gönne. Ey, und außerdem wird das auch vollkommen aus dem Kontext gezogen, Alter. Jungs hätten ihm auch easy sagen können, dass das deine Art ist, deine hyper sarkastische Art, Alter. Du meinst das ja nicht böse, du beleidigst den Kerl ja nicht. Also im Endeffekt muss ich sagen, ich find's auf jeden Fall krass. Wir machen weiter. Martin, ich wollte gerade noch irgendwas sagen, jetzt habe ich es aber vergessen. Egal, scheiß drauf, ich guck weiter. Viele sind einfach so, auch wenn sie sagen, wenn es gesetzlich erlaubt ist, finden die es persönlich ethisch nicht korrekt. Ne? Also viele, ja, jeder, der will, manche essen auch kein Schweinefleisch, manche essen auch kein Rindfleisch, manche essen überhaupt kein Fleisch, manche essen keinen Fisch, etc., etc. Das ist ja die Ethik für jeden selbst, ne? Aber es muss es nun mal geben. Schwieriges Thema auf jeden Fall. Ich persönlich, habe da jetzt keine Meinung dazu. Also. Also er sagt, aber Red sagt, er hat jetzt keine Meinung zum Thema Prostitution. Das ist ein absolut. Also ich hätte mich geschämt, das zu sagen. Ich hätte mich niemals getraut, dass das Internet. Aber Red ist ja gläubig und na komm. Ich will ihn jetzt nicht an seinen Glauben packen und so die Moralkeule schwingen. Lass mal, scheiß mal da drauf. Ich finde es nur irgendwie eigenartig, sowas in der Öffentlichkeit zu sagen. Aber guck mal, wegen dieser Prinz Markus Sache will ich eine Sache sagen und da will ich jetzt vielleicht keine Ahnung, da gebe ich ihm auch irgendwo recht.
das, was er gemacht hat, das, was er sich geschaffen hat, ist nicht easy. Nur weil du illegal Geld machst, heißt es nicht, genau, dass du easy Geld machst. Auf jeden Fall, das habe ich gestern auch schon gesagt. Es, also, dass Prinz Markus auf jeden Fall kein dummer Mensch ist und dass Prinz Markus definitiv einen großen Ehrgeiz hat und sicherlich auch extrem hart gehasselt hat für seinen Erfolg, ist außer Frage. Nur wofür er halt gehasselt hat, ist halt meiner Meinung nach absoluter Bullshit. Ich finde halt nicht, dass er so stolz darauf sein kann, wie er sich damit rumprollt, aber hey, das ist... Ja, aber wie sollte... Er muss es vor sich selber rechtfertigen. Wie soll das denn sonst machen? Nee. Das ist halt einfach so sein Charakter. Leute sind unterschiedlich und ey, ich sag's dir auch ganz ehrlich, ich sag's dir so, ich finde die Moralkeule auszupacken gegen jemanden, der so etwas wie Puffs oder Bordelle hat, können auch nur die Leute, die noch nie in einem Bordell gewesen sind. Und das ist auch wieder so eine Sache. Ne? Also es ist leicht zum Beispiel jetzt zu sagen, ja, Prinz Markus ist ein Arschloch, weil der hat mit Puffs sein Geld gemacht unter anderem und du aber selbst warst schon 10-mal in einem Puff. Dann kannst du einfach die Moralkeule nicht schwingen, weil du ihm mehr oder weniger, verstehst du, was ich meine? Das ist ein schwieriges Thema. Es ist ein schwieriges Thema, sehr schwierig. Gucken wir weiter, ob die Jungs noch irgendwas Interessantes sagen. Es ist doch ein schwieriges Thema auf jeden Fall. Genau. Diese Edition gibt es einmal von Rolex direkt. Kostet allerdings 700.000 Euro. Die hat zum Beispiel Cristiano Ronaldo. Die ist aus Weißgold dann und komplett... Kostet sie nicht, kostet 402.000 Euro. Okay, das ist einfach nur cringe. Prinz Markus sagt was. Sorry, dass ich nicht weiß, wie viel die 402.000 Euro Rolex kostet. Und die Jungs nebendran... Du bist so witzig! Das ist so, und das ist so richtig... Hey, wenn wir lachen, dann zahlen wir uns vielleicht wieder das Taxi zurück. Bruder, muss ganz dringend los. Prinz Markus, hast du nicht so einen witzigen Witz gemacht? Du hast dich so teure Uhr? Bist du so witzig? Bitte, Prinz Markus, schenkst du mir die Rolex zu Geburtstag? Besetzt mit Diamanten, hat Baguettes auf die Lünette und Baguettes auf den mittleren links. Ansonsten sind das alles normale Brillanten. Jetzt sagen, gucken wir mal, wie viel er dafür gezahlt hat. Da gibt's noch. Aber das ist echt krass, ne? Also, ich habe mir auch auf das Video reagiert. Ne? Ich habe mir erstmal gedacht, wow, 400.000 für eine Uhr. Aber das ist die Rolex Eis, die gibt es nur 100 Stück. Das meine ich und das wollte ich auch gerade sagen. Ne? Ich sage immer, wenn man das Geld hat, ne, und die wirklich vom Wert noch steigt, sage ich immer, es ist wirklich das Schlauste, was man machen kann, wenn man das Ding wirklich gut beschützt. Ja, und das Geld ist ja nicht weg. Guck mal, ich habe jetzt auch jetzt hier eine Tasche gekauft. Die Tasche habe ich für 2.800 Euro oder so geholt. Ne? Das ist eine Supreme Louis Tasche. Gibt es jetzt auch eine Supreme Louis Vuitton Tasche. Ich habe die für 2.800 Euro gekauft. Natürlich, man kann sagen, für eine Seitentasche übertrieben viel Geld, aber die kostet jetzt auch 5.000 Euro. Aber die könnt ihr auch, die könnt ihr, unser Kollege hier, wie heißt das? Inscope, ja. Inscope, da könnt ihr ja auch von Adidas holen für 9,90 Euro. Und ihr könnt ihr das Gleiche damit anfangen. Und ich denke, die ist dann aber so nach einem halben Jahr überhaupt nicht mehr verkäuflich. Das wollte ich gerade sagen, ja. Und diese, da gibt es ja auch Sammler dafür. Ja, und das meine ich. Also man kann auch anstatt dieser Tasche, jetzt für 2.800, 10 Taschen holen für 200 Euro. Danke, Markus, für den guten Tipp. Ich werde mir überlegen, ob ich die 9,90 Euro eventuell auftreiben kann. Aber ich denke mal, dann muss ich auf jeden Fall noch einmal bei dir im Bordell blasen kommen. Aber die sind nach 3 Jahren nichts mehr wert. Diese, die habe ich die ganze Zeit getragen. Und verkauft die sogar teurer, als sie jetzt wert ist. Also ich verkaufe die jetzt für 5.000 vielleicht am Ende des Tages. Ja. Haben Plus gemacht. Aber man muss halt... Ich glaube, da ist gerade noch der Skype-Business-Call reingekommen bei Markus, oder? Deswegen ist er jetzt gerade aufgestanden, ohne was zu sagen, oder? Alles klar. In dieser Szene drin sein. Und deswegen sage ich, oh ja. Das hier, zeig mal deine Tasche. Die kostet nämlich auch 2.800 Euro. Ah, okay, doch nicht. Weird Flex, bruh. Aber man kennt ihn, wer hat nicht seinen Koffer im Video dabei? Ja, und ist viel größer! Ja. Grüße gehen raus allein, schönes Video. Kriegt auf jeden Fall ein Like von mir. Dankeschön! Danke fürs Like! Aha. Okay, super! Das war das Video. Was sagst du, Prinz Markus, zum Video? Ja, ich bin für jede Kritik offen. Ich muss mir sie ja nicht zu Herzen nehmen. Aber ich bin immer sehr froh, wenn über mich geredet wird. Ja. Weil wenn nicht mehr über mich geredet wird, dann bin ich tot. Genau. Okay, aber das weiß er immerhin. Das hat er keiner gesagt. Er ist immer sehr froh, wenn über ihn geredet wird. Weil wenn nicht mehr über ihn geredet wird, dann ist er tot. Hat er recht? Ja, da hat er absolut recht. Und ich meine, das macht er sehr gut, muss man ihm auch echt lassen. Der provoziert sehr gut. Und ich meine, ich bin ja schon wieder gerade dabei, hier über ihn zu reden und über ihn zu labern. Und das macht er gut. Er triggert. Er kriegt richtig harte Triggerpunkte bei den Leuten. Ja, aber es ist nicht unbedingt die Art von Aufmerksamkeit, natürlich nicht, die ich jetzt haben natürlich wollen würde. Natürlich nicht. Aber da er in dem Sinne jetzt nicht finanziell abhängig ist von der öffentlichen Aufmerksamkeit und der öffentlichen positiven Rückmeldung. So stellt er es zumindest dar. Er ist davon abhängig. Kannst du mir erzählen, was du willst? Keine Ahnung, kann ich nicht sagen, weiß ich nicht. Leute stellen sich gerne so da. Aber ich weiß nicht, Alter. Ich muss sagen, 16 Minuten Indes, Olga und Bruder, wenn... Prinz Markus, der sympathischste ist im Video, oder dann ist, also was, und sympathisch ist er nicht gerade, ich mag Prinz Markus wirklich null.
Hey Digga, meine Eltern haten den so hart. Meine Eltern hassen es sogar, wenn ich allein seinen Namen in den Mund nehme. Okay, ey, ganz ehrlich, ich würde sagen, wir schließen an der Stelle ab.